Hallo liebe Zuschauer, ich weiß auch nicht, was das gerade war. Herzlich willkommen zu Jurassic Park. Das Spiel zum Film auf dem Amiga. Und wer kennt den Film nicht? 1993 kam er in den Kinos. Steven Spielberg hat ihn verfilmt. Ein Buch von Michael Crichton. In den Hauptrollen. Jetzt lasst mich mal lesen. Sam Neill. Kennt ihr noch jemand? Jeff Goldblum, den kennt man natürlich. Und in einer Nebenrolle sogar dabei Samuel L. Jackson. Unglaublich, aber wahr. Und natürlich Sir Richard Attenborough, der dort den Parkbesitzer gespielt hat. Wir spielen heute, wie gesagt, das Spiel zum Film. Das hier ist die Amiga-Version. Und die ist, ja, kann man spielen, muss man nicht spielen. Also ist nicht die schlechteste Version. Es gibt dann noch eine schöne NES-Version und noch eine sehr, sehr schöne SNES-Version. Eine verdammt schwere. Aber auch hier die Amiga-Version, die ist nicht gerade einfach. Auch das Spiel selber kam auch im gleichen Jahr raus, 1993. Und wir fangen, glaube ich, im ersten Level damit an, dass wir irgendwie die beiden komischen Kinder finden müssen. So, ach, so als immer noch gar nicht. Ich habe gedacht, das Spiel startet jetzt automatisch. Ich habe auch ein paar Passwörter besorgt. Da können wir uns dann den einen oder anderen Level vielleicht gleich noch angucken. Falls wir den ersten Level nicht schaffen. Also den werden wir sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Aber da werden wir dann mal schauen, dass wir dann da ein Passwort eingeben und dann mal gucken, dass wir weiterkommen. Ja, Jurassic Park. Wer kennt's nicht? Worum geht's in dem Film? Ein älterer Herr hat dort irgendwelche Wissenschaftler getroffen, die wiederum DNA aus Mücken extrahiert haben, die eingefroren waren oder verklebt waren in... Ach, was weiß ich, wer kennt den Jurassic Park nicht? Also bitteschön. Auf jeden Fall war das damals dort endgeil, diesen Film zu gucken. Boah, Dinosauriers im Kino, die richtig gemacht haben und hast du nicht gesehen. Das war damals richtig klasse. Den Film kennt ja wohl wirklich jeder. Und das Spiel hier, ja, das kennt vielleicht nicht jeder. Muss auch nicht jeder kennen. Schon allein wegen der Ladezeiten hier auf dem Amiga. Die sind übrigens toll. Da müssen wir gleich Disketten wechseln hier ohne Ende. Das schneide ich raus. Genau wie gerade den ersten Diskettenwechsel. Den habe ich auch schon rausgeschnitten. Einfach nur nervig. Aber jetzt wollen wir mal gucken, dass jetzt mal hier die Ladezeit vorbeigeht. Und da sind wir auch schon. Das sind wir, Dr. Alan Grant, gespielt von Sam Neill. Wir haben hier ein Photonen-Protektor-Blaster dabei und damit dürfen wir nicht die Strahlen kreuzen oder so ähnlich. Und wir könnten jetzt hier diese braune Kiste aufsammeln. Da hätten wir dann ein Maschinengewehr. Aber ich muss euch sagen, da geht uns die Munition aus. Und dieses Photonen-Blaster-Dings hier, das ist viel besser. Deswegen behalte ich das und sage hier, komm, kannst du behalten da dein Maschinengewehr. So, wir rennen jetzt hier durch den Park. Da unten liegt unser Auto. Das haben wir gerade noch gesehen. Das kennt auch jeder aus dem Film. Da beginnt ja erst die richtige Action in dem Film. Da geht alles drunter und drüber. Ja, was mit dem Sound im Hintergrund los ist, weiß ich auch nicht. Muss eigentlich nicht so sein, dass der so macht. Aber es ist vielleicht ein Emulator-Problem oder ein Aufnahmeproblem. Ich weiß es leider nicht. Also erstmal hier hin an das Gerät. Und erstmal den Computer benutzen, der da mitten unter den Dinosauriern steht. Natürlich, macht ja auch Sinn. Ach, Stunden später funktioniert auch der Computer. So, dringende Nachrichten, Gehegeinformationen, Gehegesysteme. Machen wir dringende Nachrichten. Tim und Lex haben sich im Park verlaufen. Sie müssen gefunden und zum Besucherzentrum zurückgebracht werden. Tim und Lex, das sind die beiden nervigen Kinder aus dem Film. Tim der Junge, Lex das Mädchen. Wer nennt denn bitte ein Mädchen Lex? Was ist das für ein Name? Lex Luthor als Bösewicht, ja, aber... Lex als Mädchenname? Nein, ich weiß nicht. Dann müssen wir in Gehegesysteme gehen und hier die eine Tür öffnen. Schlock Bunkertür oder Schlock Soundtor? Machen wir mal Schlock Bunkertür. Bunkertür unverschlossen. Sehr schön. Schlock Bunkertür. Probieren wir auch nochmal Schlock Soundtor. Soundtor, dieses Tor kann nicht durch eine Fernbedienung geöffnet werden. Eine Sicherheitsschlüsselkarte ist erforderlich. Wenn ich die von hier nicht öffnen kann, die Tür, warum gibst du mir dann die Option? Wahnsinn. Wahnsinn, sag ich da nur, Wahnsinn. So, jetzt gehen wir wieder raus hier aus dem Hauptmenü, gehen wieder zurück ins Spiel und das braucht dann wahrscheinlich wieder 5 Minuten Ladezeit. Ja, Terminal 1, genau. Gibt es noch mehrere Terminals hier? Habe ich im Testspiel nicht gesehen. Also es war damals ja nicht nur so, dass der Film großartig war, es war ja auch das Spiel an sich großartig, als das damals rauskam. Ja, das wollte ich unbedingt haben auf dem Amiga, hatte es dann auch bekommen, nur ich habe es nie wirklich zum Laufen bekommen. Ich glaube, den ersten Level konnte ich noch spielen, danach ging nichts mehr.
Da waren, glaube ich, die Disketten kaputt und ich hatte leider meinen, ja, Kassenbon verlegt. Sagen wir es mal so. Konnte ich das Spiel leider nicht spielen. Konnte dann nur die Testberichte lesen und die waren, wie gesagt, von 50% Bewertung bis hin zu 90% war da irgendwie alles dabei. Das könnt ihr euch ja nochmal durchlesen bei Cool Boy oder Cool Power. Hier haben wir schon den Timmy. Komm mit, Junge. Zumindest hast du den besten Vornamen der Welt. Jetzt müssen wir zum Bunker und dort Werkzeug besorgen. Ja, natürlich. Ja, so war das auf jeden Fall. Damals konnte man das Spiel leider, oder konnte ich das Spiel leider nicht spielen. Und auch von meinen Kumpels hatte niemand mehr den Kassenbon. Die hatten zwar alle das Spiel, aber niemand hatte den Kassenbon für das Spiel. Fand ich sehr merkwürdig. Ja. Hätte ich mir mal damals ein NES besorgt, oder ein Super NES, dann hätte ich das Spiel auch spielen können. Wobei ich mich gerade frage, 1993, war das nicht schon die Zeit vom Super Nintendo? Warum gab es denn da noch Sachen für das normale Nintendo, also für das NES? Das fand ich sehr verwunderlich. Aber die Version, die soll wohl doch recht gut sein. Die NES-Version. Müsste man vielleicht auch mal zeigen. Die Super NES-Version hat, glaube ich, schon der Angry Video Game Nerd gezeigt. Die muss, wie gesagt, schwer sein. Das hier im Moment geht jetzt ja noch. Aber das auch nur aufgrund meiner Waffe, die ich hier habe. Mein Photonstrahler. So, jetzt muss da ja irgendwo der Bunker sein. Mit dem Werkzeug aus dem Bunker müssen wir dann nämlich irgendwo im Norden des Geheges. Oh, hier haben wir noch so einen Computer. So, dann benutzen wir den nochmal. Müssen wir irgendwo im Norden des Geheges in irgendeine Abwasserleitung reinkraxeln. Jurassic Park Bewegungssensorsystem Tyrannosaurier-Gehege Terminal 2. Dringende Nachrichten. Gehegeinformationen, Gehegesystem. Das ist genau das gleiche, was wir gerade auch hatten. Tim und Lex haben sich im Park verlaufen. Ja, wissen wir. Tim haben wir schon, Lex haben wir nicht. Tja, wo die sie wo rumtreibt, die Kleine. Ja, jetzt hätte ich mir auch sparen können, diesen Computer hier aufzurufen. Vor allem, weil die Ladezeiten ja echt der Knaller sind. Ich habe das jetzt alles rausgeschnitten. Ihr seht das alles gar nicht. Glaubt mir, ihr habt nichts verpasst während der Ladezeiten. Aber wir suchen immer noch diesen vermalteten Bunker. Muss doch hier irgendwo sein. Da unten ist er. Das ist der Bunker, aber der Zugang ist von der anderen Seite. Gut, dass wir da schon mal die Tür geöffnet haben bei dem Bunker. Denn sonst würden wir vor verschlossener Tür stehen. Ja, ist natürlich logisch, aber dann könnten wir das Spiel nicht weiterspielen. Aber gut, ich mach mal, sag mal jetzt mal so, es ist jetzt im Moment noch nicht so schwer rätselmäßig. Ich glaube, das Spiel wird nachher im Spielverlauf ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, denn meine Disketten waren ja kaputt. Und ich konnte sie nicht umtauschen. Und was die Entwickler sich bei diesem Scrolling gedacht haben, möchte ich auch mal gerne wissen. So, mal erste Hilfe einsammeln. Warum latschen wir da so unten an dem Bildschirm ran entlang? Kann die Kamera bitte nicht mal ein bisschen schneller nachkommen? Ich sitze hier teilweise und versuche, mich zu strecken, um über den unteren Bildschirm ranzugucken. Das ist natürlich absolut sinnlos, aber... Naja. Ey, ich weiß schon, warum das Spiel nicht die besten Bewertungen bekommen hat. So, da haben wir den Werkzeugkasten. Jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Also, den Eingang zu der Kanalisation. Ja, falls wir nicht vorher tot gehen. Da verlaufe ich mich. Und ich frage mich auch, warum Dr. Alan Grant und der kleine Timmy im Partnerlook laufen. Ja gut, davon abgesehen, dass der kleine Timmy kurze Hosen anhat, aber ansonsten blaues Oberteil, weiße Hosen. Und ich hatte erst überlegt, war das vielleicht im Film so, dass die Besucher alle das gleiche anhatten? Nein, das war dem natürlich nicht so. Die hatten alle ganz normale Klamotten angehabt. Außer die Kinder, die hatten, glaube ich, so Fan-Utensilien an, wenn ich mich da recht erinnere. Die hatten kurze Klamotten, so Safari-Klamotten an. Wenn ich mich da recht erinnere. Also, ihr müsst den Film mal wieder gucken. Ich habe ihn auch erst 1 Million Mal gesehen. Da kann man das schon mal vergessen. Erste Hilfe nehmen wir mit, wenn es hier schon rumliegt. Ah, die Musik macht mich wahnsinnig, dieses Knistern. Ich meine, das ist natürlich die knisternde Spannung des Spiels, aber muss man die so präsentieren? Ich weiß nicht. Hoffentlich finden wir jetzt auch den Eingang zum Gehege. Der muss irgendwo im Norden sein. Norden ist also da, wo wir gerade hingelaufen sind. Nicht wahr, liebe Zuschauer? Ist doch so, oder? Norden ist geografisch gesehen immer oben. Kommst du her?
auch toll, wie er hier als Paläontologe, ist so, ne? Total verzückt davon, dass endlich wieder Dinosaurier leben. Ist das geschehen? Ein Wunder. Wir schießen jetzt erstmal alle ab hier. Natürlich. Dass die Petra wüsste. So, hier, nicht die Petra von dem Mann. Ist immer wieder ein Joke, oder? Petra. Hahaha. Ja. Ja, aber, liebe Zuschauer, irgendwas muss ich euch ja erzählen hier, während dieses spannenden Let's Plays, wenn wir hier rumrennen. Ist das jetzt die richtige Richtung? Da kommen wir nicht durch. Was sagt der denn da? Da braucht man eine Schlüsselkarte, so wie es aussieht. Na, super. Mann, haut ab, ihr kleinen Viecher. Was wollt ihr von mir? Vor allem, wo ist die kleine Lexi? Lexi, komm her. Wo hast du dich versteckt? Komm zum Onkel Emmes Standard. Das ist auch ein Schokoriegel. Ich zeig dir mal einen echten Hasen. Nein? Na gut, dann nicht. Ist das jetzt wieder der Anfang hier? Sieht so aus, oder? Oder? Nein, da müssen wir rein. So. Jawohl, er lädt. Juhu! Level 2. Oh, Stunden später. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Müssen hier auf, ja, weiß ich auch nicht, was da sind. Kakerlaken schießen und Flugvögel. Und wo wir den kleinen Timmy gelassen haben, weiß ich auch nicht. Und wahrscheinlich gesagt, ihr, warte du mal hier draußen. Was ist das denn? Oh, die Schlüsselkarte. Hallo? Ist ja gut. Warte du mal hier draußen am Gehege? Pass auf, die Dinosaurier aufspielen, nicht mit denen. Halt dich von denen fern. Ich komme irgendwann wieder. Oder auch nicht. Der arme Timmy. Steht da draußen. Oh, was bist du denn? Das Kanalisationsmonster. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir hier im Wasser rumrennen. Was haben wir hier? Eine Holzkiste. Die können wir schieben, die können wir schießen. Was mache ich damit? Dann schiebe ich die ins Wasser. Hä? Kapiere ich nicht. Ja, sicher. Das Kanalisationsmonster hat mich erwischt. Ja, schwimm du mal weg. Naja. Ja. Kannst direkt haben mit meinem Laser. Ich weiß echt nicht, was wir mit der Kiste machen müssen. Ich meine, die steht sicherlich nicht umsonst hier. Und ich meine mich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf den Screenshots, denn ich habe mir doch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht über das Spiel. Übrigens bei Hall of Light, das ist eine Seite, die sich Amiga-Spielen widmet, sehr, sehr ausführlich widmen sie sich den Spielen. Da sind unzählige Karten zu den verschiedenen Spielen, findet ihr dort. Lösungen, Cheatcodes und Covershots und Screenshots und hast du nicht gesehen. Unbedingt mal vorbeischauen, ganz, ganz tolle Seite. Da meine ich, hätte ich einen Screenshot gesehen, wo die kleine Lexi hier irgendwo rumliegt in der Kanalisation. Warum die auch immer in der Kanalisation rumliegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Film nicht in der Kanalisation lag. Die beiden Kinder waren noch allein im Auto und sie war dann so intelligent und hat mit der Taschenlampe den Tyrannosaurus Rex angelockt, oder? Ja, so war das. Das hat sie ganz, ganz schlau gemacht. Ja, Mädchen halt. Ja. Nun, die kleine Lexi. Ich komme immer noch nicht über den Namen hinweg. Lexi. Lexi für Mädchen, ja. Sexy Lexi oder was. Toll, haben die Eltern ja direkt eine wunderbare Zukunft vorher bestimmt. Ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Wikipedia ist sie heutzutage, hat sie wohl Schauspielabschluss gemacht. Ist aber irgendwie jetzt Malerin oder so. Jetzt fragt mich nicht, wie sie heißt, mit richtigen Namen. Ich hätte ja den Namen Lexi übernommen, als Künstlername. Sexy Lexi. So, jetzt aber genug von Lexi. Jetzt kümmern wir uns wieder um unsere Holzkiste hier, die wir hier rumschubsen durch die Gegend. Wow, Kanalisationsmonster. Ich weiß gar nicht, wie lange schon das Video geht. Aber ich habe heute irgendwie... Ach, lass uns einfach mal aufnehmen hier. Bis die Festplatte auseinanderbricht. Bestimmt wieder ein Dead End, oder? War ich hier schon? Ja, sieht aber auch alles gleich aus hier. Oh oh. Kanalisationsmonster. Oh oh. Guck
komisch, wenn er nach oben schiebt, die Kiste, dann ist er nicht so schnell. Aber hier nach links und rechts, schaut mal, wie der abgeht. Ja. Ich befürchte, wir bewegen uns hier im Kreis. Und hier sehe ich wieder gar nichts, wenn ich nach unten gehe. Toll. Da ist das Kanalisationsmonster. Also hier bewege ich mich da definitiv im Kreis. Das bringt nichts. Müssen wir hier raus. Ach, guck mal, jetzt kann er sogar die Kiste schieben, während er nicht im Wasser ist. Das ist natürlich super. Ein bisschen glitschig, hm? Aber nur ein bisschen. So. Schnell weg hier. Wollen wir mal nach oben gehen? Probieren wir mal nach oben. Mann, die muss doch hier irgendwo hocken. Warum haben die auch so eine riesige Kanalisation hier? Kanalisation. Kann doch nicht sein. Wofür? Für die Dinos? Die machen ja wohl nicht so große Häufchen. Also, naja, machen sie schon, aber nicht in die Toilette, vermute ich mal. Ja, das sieht doch gut aus hier. Mann, hau ab, du Flugsaurier. Kannst du mich nicht erwischen, wenn ich im Wasser bin? Tatsächlich. Dann bleibe ich jetzt nur im Wasser. Kaum gesagt, schon tot. So, ist das vielleicht der richtige Weg hier? Mann, lass bitte mal in Ruhe. Was macht ihr überhaupt hier unten? Ist auch nicht so schön in der Kanalisation. Mann, wenn das Spiel nicht so wäre, dann würde ich sagen, komm, machen wir jetzt ein Let's Play von. Aber nee, muss es ja jetzt nicht so sein. Oder vielleicht doch. Machen wir halt ein bisschen längeren Freitag hier. Retro-Freitag, bis wir Lexi gefunden haben. Jetzt gehe ich doch wieder den alten Weg, den falschen Weg, kann das sein? Muss ich wieder zurück, oder? Ah, Kanalisationsmonster. Ah. Puh, das war knapp. Jetzt gibt er wieder Gas. Ja, am besten nur nach rechts oder links laufen. So, so. Haust du ab? Tja. Liebe Zuschauer, vielleicht schneide ich auch hier die Hälfte zusammen. Weil das ist jetzt gerade nicht so spannend. Auch wenn wir alle immer gerne das Kanalisationsmonster sehen. Wo ich jetzt genau reingerannt bin. Aber solange man ja nur macht, ist ja alles kein Problem. Wow. Bist du bekloppt? Da kommt's wieder. Sieht aus wie eine Mischung aus Delfin und Krokodil. Delphi-Krok. Mann, lass mich in Ruhe. Ja, toll. Dead End. Kaum noch Energie. Ja, und dann renne ich auch noch ins Monster rein. Das ist natürlich alles ganz super, wie ich das mache. Hm. Oder ich lasse mich jetzt einfach mal umbringen und dann gebe ich mal so einen Cheatcode ein, beziehungsweise einen Levelcode. Weil speichern konnte man damals ja nicht. Dann schauen wir uns mal einen anderen Level an. Würde ich sagen, bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder im Hauptmenü. Und ich habe gerade mal versucht, ein paar Passwörter einzugeben. Klappt irgendwie nicht. Ich habe hier 10 Passwörter mir aufgeschrieben. Jetzt habe ich gerade schon 2 ausprobiert. Beide falsch. Jetzt probiere ich nochmal ein drittes Passwort aus. Erstmal muss ich das hier wieder löschen. Hören wir mal. EEE 77 40 D. Okay, und? Falsches Passwort. Ich fürchte fast, wir sind an einem Dead End angelangt. Ich kann euch keinen weiteren Level mehr zeigen. Ich probiere nochmal das letzte Passwort aus, was ich hier habe. Das ist 9 E 0 7 4 0 3 5 0 3 5 5, nicht 4. Gott sei Dank sind die Passwörter hier recht kurz, nicht so lang wie bei anderen Spielen. Und was sagt er hier? Falsches Passwort. Tja, das tut mir leid, liebe Zuschauer. Naja, aber wir haben schon mal ein bisschen was gesehen hier von Jurassic Park, die ersten beiden Level. Wir haben den Timmy gefunden, die Sexy Lexi haben wir leider nicht gefunden. Naja, dann wird es jetzt wahrscheinlich noch irgendwo in der Kanalisation rumdümpeln beim Kanalisationsmonster. Was soll's, wir wissen ja alle, wie der Film ausgegangen ist, von daher ist doch alles gut. Ich bedanke mich heute fürs Zusehen und sag mit einem Rawr. Tschüss und danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.